Guten Morgen, es ist wieder Potluck-Zeit, aber diesmal nicht in Leipzig, sondern in Euskirchen. Dennis veranstaltet den Rohkost-Potluck. Ja, und ich besuche ihn und habe sozusagen an dem ersten nicht-Leipziger Rohkost-Potluck oder werde jetzt teilnehmen. Er wird euch auch da wieder einen kleinen Eindruck geben für die Leute, die hier in NRW wohnen und die für die es nach Leipzig vielleicht ein bisschen weit ist, um zu der Mutter der Rohkost-Potlucks zu gelangen und vielleicht hier so ihr Refugium hier aufbauen können und ihr Netzwerk hier von hier aus bilden können. Das wäre halt richtig klasse. Und ja, und da werde ich euch heute auch ein paar Eindrücke geben. Werde vielleicht auch das eine oder andere kleine Interview machen. Mal sehen. Keine Ahnung, was uns erwartet. Jetzt jedenfalls bin ich beim Dennis und wir räumen jetzt noch ein bisschen die Wohnung auf, obwohl wir wahrscheinlich sogar rausgehen werden. Aber es ist natürlich noch recht kalt. Wir müssen noch sehen, inwieweit die Leute, die jetzt kommen, sich darauf eingerichtet haben, drinnen das Rohkost-Potluck zu machen und dann vielleicht gar nicht sozusagen für draußen geeignet sind. Es kommen ja auch Kinder, glaube ich, mit. Wir werden das sehen. Auf jeden Fall, ich werde euch auf den Laufenden halten, ein paar visuelle Eindrücke geben vom Rohkost-Potluck in Euskirchen, dem ersten. Und ja, also dann, habt Spaß dabei und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. So, das ist jetzt der erste Euskirchener Potluck. Der Dennis, der freut sich schon drauf, der macht jetzt gerade das Tab. Hinten ist der Marco und ja, und das sozusagen, irgendwann wird man sagen, das war das erste Potluck von den großen nordrhein-westfälischen Euskirchener Mega-Potluck, was das Leipziger Potluck irgendwann überholen wird. Ja, ja. Der Ruhrpott hat natürlich ein riesiges Einzugsgebiet und die ganzen Ruhrpottler, also Köln, Dortmund, Bonn, was auch immer, Schalke, die können natürlich alle hierher. Ne? Die können alle hierher. Und ja, hier beginnt's. Stunde Null mit Marco und Dennis. Maui! Ja, halt mit der Musik. Am Netz schon. Obwohl, halt auch nicht so viele. Also da kommt ja, da gibt es voll eigentlich gerne dafür. Also ich habe auch ganz viele Leute, die So, wir sind jetzt hier auf den Euskirchen, bei dem ersten Rohkost-Potluck in Euskirchen und jetzt trifft man natürlich neue Gesichter, ist ganz klar. Und einer davon ist der Marco. Hi. Der Marco, erstmal, wie bist du dazu gekommen, zum Rohkost-Potluck zu kommen? Ist das dein erstes? Ach, das ist mein erstes Potluck, auf jeden Fall. Ich habe das Öfteren gesehen und zwar bei der Silke Leopold, ne? Die hat das auch mal schön reingestellt und dann kam ich mit dem Dennis, der quasi das Ganze hier ausrichtet. Den hört man gerade von hinten, holländisch. Scheiße. Von hinten, ne? Und ja, dann habe ich gedacht, okay, auf geht's. Warum nicht? Alles kennenlernen im Leben. Darum sind wir hier, oder? Ja. Alles kennenlernen, was es so gibt, was einem gut tut. Ne? Und ich denke, so ein Potluck tut auch wirklich gut, oder? Ich meine, man sieht es doch hier an den Leuten. Hier, Smile. Gesunde Haut, gesunde Körperform, alles durch gesundes Essen. Obwohl ich sage, ich bin jetzt nicht der, sag ich mal, Veganer oder ich esse halt schon alles, aber dafür bewusst. Ne? Bewusst. Ich gucke, dass ich nicht wirklich irgendwo den Scheiß im Supermarkt kaufe, sondern schon bei ausgewählten ökologischen Landwirten. Ne? Auch bei uns im Ort, weil ich komme ja aus Butzbach, da ist das auch noch total genial alles eingerichtet. Das ist von der Ecke Frankfurt oder was? Frankfurt am Main, ne? Butzbach. Wenn man es rumdreht, ist ein Butzbach. Ne? Das sind wir schon bei einem Hobby von ihm. Wortdreher. Also Verbalist. Verbalist. Also gestern der Abend, da stand ganz im Zeichen von Marco sein Hobby. Ja, hat auch einen YouTube-Kanal. Also, genau, Sonnenschein. Geht um Sonnenschein, geht um den Sohn des Scheins. Ne? Alles können wir scheinen, wenn wir wollen. Aura shining, everybody's shining. Ja, und so ist das halt. Ne? Und dann landet man hier im Potluck in Euskirchen. Beim Potluck, am Potluck, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja. Von daher. Ja. Also viel Spaß, schaut auf jeden Fall rein. Ich verlinke euch den Kanal mal unten. Also auf jeden Fall ja, super, Unterhaltung danke. Wert. Ich bin ja nun nicht so der große, dass ich den Worten die große Bedeutung beimesse. Er ist sozusagen das komplette Kontrastprogramm zu mir. Für ihn ist das zum Hobby geworden. Aber das ist halt schön. Alle sind unterschiedlich, aber alle sind offen, sind tolerant. Ja. Hauptsache mit offenen Herzen dabei, hier beim Potluck. Und ja, ich würde sagen, wir stürzen uns mal wieder ins Getümmel. Ja, und genau. 177 Leute, die da hinten warten auf uns. Mindestens. Und dann sehen wir uns dann im Video vielleicht Okay. Wieder. Mach's gut, genau. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao. Was hier? Das sind Bananen, glaube ich. Alles klar? Könnte Bananen sein. So. Ja, okay. Das sind kleine Monster. Das ist dann Kiwi und Erdbeere, ja? Wenn ich das so richtig erkenne hier. Oder? Ja, und Sonnenblumenkerne. Und Sonnenblumenkerne, okay. Äpfel, Kiwis, Kokosnuss, Trauben, geil. Dann ist hier noch Blumenkohl und Brokkoli. Dört mit so einem Dressing halt mariniert sozusagen. Also das Karotte, Ingwer, Tomate und so noch andere Sachen. Cool, sieht Sesam. Nice aus. Ja.
Alles klar. Dann haben wir da noch Energiebällchen oder was? Da ist, glaube ich, ein Schild. Kalziumbomben. Die Kokosflocken. Also Sesam wahrscheinlich drin. So. Kalziumbomben. Ja. Sind dann so Prana-Bällchen daneben auch nochmal. So in der Art, würde ich jetzt mal sagen, falls ja, einer sind, sieht. Das sind Feigen, Datteln und so ein geiles Mischmus. Ich finde, das schmeckt irgendwie, das erinnert mich voll an diese Eiswaffeln von der Eisdiele, vom Geschmack okay. her. Und, ja, cool. Genau. Wie heißen die Wurzeln dahinter? Topinambur. Topinambur. Haben wir auch nochmal als Chips gleich da, zeige ich euch. Dann haben wir hier irgendwas mit Buchweizen und Möhren. Nee, das sind Süßkartoffel und Banane und Orange. Okay, noch anders. Kein Problem, sieht lecker aus auf jeden Fall. Ist noch irgendwas in der Hundeschüssel da? Ja, das sind auch Energiebällchen. Ah, okay, Energiebällchen in einer super coolen Dose, die ich noch nie gesehen habe. So. Aber die ist nicht vegan, das ist ein Hund. Ah, ja, sieht auch super lecker aus. Dann haben wir hier irgendwas mit Zucchini, Spaghetti mit getrockneten Tomaten und einfach nur ein bisschen Olivenöl. Okay. Ja, sieht lecker aus. So, da haben wir noch Walnüsse. Das sind einfach nur Möhren, klein geschnitten, oder? Mit bisschen Vinaigrette. Ja, ja. Okay. Daneben haben wir gedörrtes Cracker. Weizen, Möhre, Zucchini, Leinsamencracker. Ah, okay. Dann haben wir nochmal hier, sind das Schokodinger oder was? Ja, Walnuss. Schokodinger. Walnuss, Mandeltrester, Kakao. Okay. Datteln wahrscheinlich. Datteln und Kokosflocken, danke. Ah, okay, das ist super lecker. Ja. Da haben wir noch eine leere Schüssel. Was haben wir hier? Das ist dein. Das ist ein Dip wahrscheinlich irgendwie. Weiß es einer? Ein Aufstrich. Auberginenaufstrich. Ein Auberginenaufstrich, auch cool. Was sind Kräckern? Ja, genau. Dann haben wir hier einen Pudding oder sowas in der Art. Bananen-Chia-Pudding steht dran. Ach ja, tatsächlich. Bananen-Chia-Pudding. Okay. Dann haben wir hier den Joachims super leckeren Weißkrautsalat mit Apfel, Zwiebel, Sonnenblumenkernen, Kreuzkümmel, Apfelessig. Diesmal, ja, ich hatte die Äpfel waren nicht süß genug, deswegen habe ich noch ein bisschen Vollrohrzucker dran getan. Ja, warum nicht? Ja, alles klar. Dann haben wir da einen ganz normalen Salat. Wie das aussieht? Vergisst mal die Zutaten. Würde ich jetzt da sagen, einfach ein Salat, ja? Ein gemischter Salat mit Tomaten. Kichererbsen, Paprika. Ah, okay, Kichererbsen sind auch drin. Möhren, okay. Möhren, Paprika, Sesam sehe ich auch noch. Super. Dann sehe ich da. Mach doch hier weiter, damit die. Ach so, oh, habe ich gar nicht gesehen. Alles klar, geschnittene Paprika, wie ich das so sehe. Da ist wahrscheinlich nichts dran, oder? Nicht. Okay, dann haben wir von Ute die leckeren veganen Kekse, sehe ich hier schon. Willst du mal sagen, was da drin ist? Wo ist Ute? Schokokookies. Ja, alles klar. Nur mal kurz als Information, wenn die Schokokookies vielleicht jeder probieren wollen, das werden nicht für jeden einen sein, dass wenn man sieht, so größere Sachen einfach teilen mit jemandem und so. Ne? Ja, genau. Alles klar. Also Schokokookies mit Orange, was hast du gesagt? Orange, schwarzer Schokolade, hellerer Schokolade, Mandeln, okay. Emmermehl. Cool. Schmecken gut, kann ich empfehlen. Was ist das? Das hier? Ja. Dahl. Ah, Dahl. Super cool. Okay, ja, ist jetzt halt Rohkost. Kalter, ja. wolltest du kurz sagen, was da drin ist? Nein. Sag mal bitte kurz ruhig ein bisschen. Ich hab gar nichts verstanden. Also nochmal die Hauptzutaten bitte, er hat nichts verstanden. Möhren, Zucchini, Kichererbsen und verschiedene Garam Masalas. Okay, cool. Kokosmilch oder? Ja, ein bisschen. Dann haben wir hier Nussgemisch mit Beeren oder sowas? Ja, einfach mit Himbeeren, Orange, Kokosflocken. Noch so Nüsse reingepackt, Datteln. Aha. Ein bisschen was. Ja, cool. Zuckerrohr. Mega coole Idee, dass das einer mitgebracht hat hier, die genau, liebe Jenny. Also einfach drauf rumkauen, den Saft dann trinken und den Rest dann wieder ausspucken. Sehr gerne. Aber bitte aufpassen, weil es kann sein, dass ein paar schon so ein bisschen. Ja, also ein bisschen anfangen zu gerne oder so. Aber die sollten eigentlich noch gut sein. Und ursprünglich sehen die halt normalerweise so aus. Also ich habe die nur, dass jeder weiß, wie die eigentlich aussehen. Die sind halt länger. Da sind die fertig geschnitten. Cool, okay, cool. Dann hast du noch zwei Säfte mitgebracht?
Säfte, genau. Was ist das? Orange, Möhre. Also die Möhren sind lila, deswegen die Farbe und auch die Orangen waren Blutorangen. Bisschen Kurkuma, Ingwer und ganz bisschen Stangensellerie. Alles klar. Dann kommen wir zu Christians Kreation hier. Topinambur Chips. Topinambur Chips, alles klar. Kurz und knackig. Was ist noch drin außer Topinambur? Chips. Nee, der hat da glaube ich auch Brokkoli reingemacht. Diesmal wird das Rezept nicht verraten. Nee, ganz unspektakulär. Ich hatte bei ihm noch ein paar Leinsamen gefunden und ein bisschen Zitrone und irgendwelchen Kram einfach gemacht. Alles klar. Ja, so ein Kram. Also Sojasauce, Knoblauch, Leinsamen, Hanfsamen und Zitrone, sag ich einfach mal. Alles klar. Wollen wir nicht tiefer eingehen? Ich möchte es wahrscheinlich nicht verraten. Dann haben wir hier noch Papaya, die super lecker aussieht. Frisch aus Kenia. Also ich habe einfach diesen Eislöffel dazugelegt, dann kann sich jeder so ein, zwei Kügelchen da rauslöffeln. Okay. Und die Kerne, falls da jemand Bock drauf hat, aber ich glaube eher nicht so. Aber sehr gesund. Ganz vorsichtig zu genießen. Ja, vielleicht zum Salat dazu. Gut. So, dann das ist einfach Nudelsalat, Salat, ne? Mit Tomaten, wahrscheinlich Zucchini oder Gurke? Und ein bisschen Petersilie oder was? Ja. Alles klar. Dann haben wir da, ich beherberge ja die ganzen Leipziger gerade bei mir, die Bande. Und da haben wir dann zusammen Sommerrollen gemacht. Du weißt genau, was da drin ist, ich kann es nicht sagen. Gemüsesachen, also Möhre, Paprika, Gurke, Frühlingszwiebeln, Kohl. Brokkoli-Leinsamen. Alles klar. Jetzt film ich. Jetzt film ich. Und zwar nicht beim Leipziger Rohkostpottluck, wie ihr schon erfahren habt, sondern beim Euskirchener Rohkostpottluck. Und da die Krise viel zu faul ist, nach Leipzig zu kommen, hat sie wenigstens nach Euskirchen geschafft. Und ja, sie war schon beim Live-Talk dabei, schon zweimal, glaube ich, beim Live-Talk. Genau. Genau, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, ich verlinke euch den mal unten. Ach, danke. Und ist jetzt so gekommen mit ganz, ganz großen, sag ich mal, ja, ich will nicht sagen Bauchkrummeln oder sowas, weil sie ist jetzt nicht die, sagen wir mal, hundertprozentige Veganerin, um es mal vorsichtig auszudrücken, sondern sie ist halt einfach ganz normal Esser, würde ich sagen, oder? Ich bin normal Esser, also ich versuche schon, obwohl man es nicht sehen kann, sehr viel Gemüse und Obst zu essen, aber ich kann dem Käse und der Wurst noch nicht widerstehen und dem Fleisch, aber ich möchte mich dahin bewegen, deswegen verfolge ich ja seinen Kanal aufmerksam, um mich zu konditionieren. Und ist es dein Lieblingskanal? Einer meiner Lieblingskanäle. Wieso, wäre es noch besser? Nee, besser gibt es nichts anders. Ne? Okay. Also ich bin auf dich gestoßen, als ich Hanna entdeckt habe. Ah, okay. Ja. Und da war ich erstmal ziemlich begeistert von dieser neuen Sorte Frau. Sorte ist übertrieben, aber du weißt ja, also, weißt du, dass ich Mann bin? Ja, pass auf. Also jetzt Hanna. Und durch Hanna bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und da habe ich erst so gedacht, oh Gott, wie redet der denn? Ne? Wie rede ich denn? Wieso, was ist ein Problem, wo ich rede? Warum rede ich denn komisch? Er hat so furchtbar laut geredet und dann dieses Sechseln. Und dann habe ich aber zugehört und da dachte ich, mein Gott, der hat ja voll das, heute sagt man ja Mindset, ich hasse das Wort, aber so... kluge Gedanken. Ja, kluge Gedanken, die mich inspirieren, die mich verärgern und die mich weiterbringen. Also cool, dieses, ja, dieses Ärgern ist ja ganz wichtig. Du veränderst dich ja nur, wenn was weh tut, ja. Also wenn du mich sozusagen durch die Blume verletzt, ja, zum Beispiel wollen wir das doch mal ganz offen ansprechen, wenn er sagt, wenn er über Abtreibung spricht, da bin ich ja richtig wütend geworden, weil ich selber auch betroffen bin, das gebe ich zu. Ja, es ist mir passiert. Und, wie kann einem eine Abtreibung passieren? Es ist mir passiert. Ja, die Geschichte ist sehr schmerzhaft. Also, das ist auch eine lange Geschichte. Aber es war so, dass ich mit der Situation überfordert war und auch mit dem Mann. Und ich hatte schon zwei Kinder. Also ich hatte Zwillinge und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann bin ich heulend dann dahin und habe das gemacht. Und ich habe jahrelang darunter gelitten, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Fehler war. Und wenn dann jemand kommt und dann so harte Worte spricht, die zum Teil auch wirklich nachvollziehbar sind, was du gesagt hast, aber wenn man dieses Schuldgefühl in sich hat, ist es wieder eine andere Geschichte. Aber es ehrt dich auf jeden Fall, dass du
auch bei Videos, die dich angreifen oder die dich verletzen, dass du halt, sag ich mal, über die erste Emotion hinweg dann trotzdem dann auch darüber nachdenkst. Mhm. Weil das ist das, was eigentlich bei YouTube nicht der Standard ist. Mhm. Da kann ich ganz ehrlich auch von meinem Feedback berichten, was ich oft auch durch die Kommentare kriege. Mhm. Man sieht ein Thema und man versucht sofort zu unterscheiden in stimme ich zu, stimme ich nicht zu, irgendeine Grundaussage am besten der ersten drei Sätze irgendwie, die ich gesprochen habe, ja, und denkt dann, ach, er weiß schon, was er sagt. Und gerade das nehme ich zumindest für meinen Kanal raus, deswegen tue ich meine Videos auch wirklich vorbereiten, mhm, und mittlerweile auch wirklich genau auch skripten, dass ich genau weiß, genau was ich sage, mhm, dass meistens differenziert ist und dass, mhm, ich halt durchaus auch versuche, die andere Seite zu betrachten. Ja, das finde ich auch gut. Ja, und das ehrt dich, dass du das, mhm, dass du in dieser schnelllebigen YouTube-Welt, mhm, das erkannt hast. Und ja, das freut mich natürlich dann auch besonders, wenn das dann auch wirklich die Menschen zu schätzen wissen, dass ich nicht sage, irgendwie Impfen gut oder schlecht oder Abtreibung gut oder schlecht, sondern dass man dann halt wirklich, mhm, auch darüber nachdenkt. Weil das sind halt auch komplexe Entscheidungen des Lebens. Und das ist halt eben nicht so einfach zu treffen, wie viele, viele andere Sachen, ja, auch. Aber ja, wenn ich mal kurz was sagen darf, was, ja, ich bei ihm halt toll finde, ist, dass er nicht beleidigt ist, ja. Er fordert ja geradezu die Leute heraus, kontrovers zu sein. Und das findest du ja ganz selten. Du wirst nicht zensiert, du wirst nicht gelöscht und er... Halt. Hast du mich schon, hast du was? Du wirst gelöscht, oder? Nein. Also kontrovers, ja, Kritik, ja, Grenzen, aber ja. Die Art der Kommunikation, mhm, muss trotzdem, also ja, Kritik gerne, aber nicht beleidigen, ja, und sonst, das, da achte ich mittlerweile sehr. Das, genau, war aber bis vor ein paar Monaten nicht so, aber da achte ich mittlerweile wirklich sehr drauf, weil jeder Zuschauer liest auch immer die Kommentare und da gibt es ein gewisses Gefühl, was er dann hat. Und eben, dass Menschen dann wirklich sehen, das ist ein Kanal, wo es halt friedlich zugeht, wo, ja, man halt durchaus kritisch und herzhaft diskutieren kann, aber mit einem gewissen Tonfall, weißt, mhm, du? Mit einem gewissen Respekt, mit einer gewissen Toleranz gegenüber den anderen. Also das möchte ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass ich keinen lösche, doch, ich lösche, ja, und ich tue auch die Kommentare, also nicht nur Menschen sperren, die jetzt konstant, ja, durch Fremdenfeindlichkeit, ja, erfallen, genau, oder Hass gegenüber Kindern, ja, oder sonst, ja, was. Ja. Aber auch Kommentare tue ich auch löschen. Also es, mhm, ist tatsächlich so, dass ich da mittlerweile wirklich gut drauf achte. Das, ja, das finde ich auch gut. Ja. Aber was mir halt auffällt, bei mir zum Beispiel, bei meinem Mini-Kanal, ihr braucht mich nicht zu abonnieren, ich will kein Geld verdienen. Aber bei meinem Mini-Kanal ist es so, tatsächlich, weil das ja sehr persönlich ist, was ich sage, dass wenn Daumen runterkommen, dann kriege ich schon so, oh mein Gott, ich möchte mich erklären. Und das hast du, glaube ich, nicht so extrem. Nein, das, ne, habe ich so mit Sicherheit nicht. Also zumal, ja, meistens kannst du, das ist ja das Schöne, wenn die Leute kommentieren und die Daumenfunktion existiert, du kannst schon ganz genau sehen, wenn viele Daumen nach unten kommen, dann schaust du die Kommentare an, die, mhm, kritischen, und dann weißt du ja ungefähr, woher es kommt. Ja. Und das ist dann immer meistens ja, gut nachzuvollziehen. Mhm. Und ja, und dann, das sind halt jeder Mensch ist halt anders. Und wenn ich mich mit einer kontroversen Meinung präsentiere, dann ist mir auch klar, dass dann natürlich auch, weil sie ja kontrovers ist, dass es auch Daumen nach unten geben muss. Und, ja, es gibt auch Videos, wo ich was sage, wo ich gedacht habe, wo ich auch die Videos noch nicht vorher komplett durchdacht habe, wo ich, mhm, einfach, mhm, ganz früher, das erste Jahr, habe ich einfach vor die Kamera gestellt und, mhm, einfach losgeredet, wo ich dann einfach gemerkt habe, das ist nicht sinnvoll gewesen, was ich habe mir selber widersprochen, ja, innerhalb des Videos. Ja. Und dann merke ich auch, okay, dann kannst du es einordnen. Genau. Und, ja. Ich bin ja auch sehr impulsiv, ne, weißt du? Und deswegen habe ich meinen Kanal ja Chrissy Gedankenblitz genannt. Weißt du, diese Gedankenblitze, die wir den ganzen Tag haben, na, die halten wir ja nie fest. Deswegen, mhm, lösche ich meine Videos immer. Also es kann sein, dass hier draufkommt, ist kein einziges Video drin. Ja, das ist geil. Aber, ja, so ist es ja auch im, ja, Leben. Ne? Ja, ja. Du denkst, du siehst da irgendwas, ja, ja, und da ist der Gedanke weg, inspiriert dich, aber der Gedanke ist nicht fertig, mhm, gedacht. Deswegen kann mich auch kein Mensch festnageln. Entweder es gefällt, was in meinem Köpfchen, mhm, rumspukt oder nicht. Ne? Ja. Wobei ja, ich es halt auch interessant finde, das eben auch bei mir jetzt genau stehen zu lassen. Also es gibt viele Videos, die schaue ich mir jetzt an und sage, oh Gott, Christian, was hast denn du da gesagt? Ne? Oder teilweise widerspreche ich mich jetzt zu dem, was ich damals gesagt, mhm, habe, weil ich mich entwickelt habe. Aber ich lasse sie trotzdem als Zeugnis meiner, ja, meiner Entwicklung einfach stehen. Genau, von deinem Werdegang. Das finde ich halt, genau, persönlich interessant. Aber natürlich, und da nehme ich, mhm, das Kompliment gerne an, gehört dazu so eine gewisse Demut, dass du das auch, dass du das eingestehen kannst. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich mir eigentlich alle Fehler, die ich mache, und ich mache nach wie vor sehr, mhm, viele Fehler, dass ich mir die auch eingestehe und einfach dazu stehe. Weil, ja, darum geht es ja, dass ich mich präsentiere, mhm, und neben den ganzen natürlich Wissensthemen und so weiter, ja, Inspiration. Aber es ist auch irgendwo eine Inspiration, wenn du da jemanden hast, der auch Fehler macht, der Gedanken hat, der sich entwickeln möchte, ja, der Projekte startet. Du hast aber auch einen anderen Ansatz als, mhm, ich. Du willst ja Bewusstsein schaffen. Ich möchte ja nur meine Gedankenblitze loswerden. Und weil, ja, ich allein
alleine lebe und jetzt keinen Partner habe, mit dem ich darüber reden kann in dem Moment und ich sehr gerne mit mir selber spreche, das ist irgendwie ein Spleen von mir, quatsche das in die Kamera rein, finde das mega geil. Kann ich zu jeder Uhrzeit machen, auf, an jedem Ort. Ne? Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall ein anderer, anderer Ansatz. Ne? Aber nichtsdestoweniger vielleicht inspirierend für viele Menschen, die eben, weil du halt, und das ist halt immer so wertvoll auf YouTube, Authentizität, genau. Dass man halt wirklich einen, einen echten Menschen sieht. Genau. Und, ich glaube, miese Kameraqualität, schlechter Ton, aber das bin halt ich. Ne? Mhm. Und wie gesagt, also ich brauche kein Geld, also ich brauche schon, aber nicht auf dem Kanal, von diesem Kanal. Das ist nur ein Hobby. Sobald ich Geld kriege, bin ich nicht mehr ich selber, verstehst du? Dann, hast du davor noch so ein Problem mit dem Geld, dass du das nicht als universelles Tauschmittel akzeptieren kannst, sondern dass du da auch eine gewisse Affinität dazu hast oder was? Nee, ich habe das Gefühl, ich muss abliefern. Ich habe mal einen Auftrag bekommen von Localo.de zum Beispiel, da sollte ich das machen. In dem Moment, wo ich erst begeistert Ja gesagt habe, hatte ich schon keinen Bock mehr, weil das eine gewisse Regelmäßigkeit vorausgesetzt hat. Und Gedankenblitze kommen nicht nach Datum oder sonst was. Ich möchte es so machen für mich. Das finde ich geil. Ja, verständlich. Und jetzt mal zum Essen. Du bist jetzt hier Normalesserin, warst auf einem veganen, auf rohveganen Podcast. Da gab es ein paar vegane Sachen. Ja, ich hatte schlimmste Befürchtungen und bin total überrascht. Ja, das muss ich sagen. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich bin ein Gourmet. Ich habe auch schon Restaurantkritiken überall geschrieben, bin bekannt in Trier. Und ich habe wirklich geile Sachen gegessen. Hier dieses Reispapier mit dem Gemüse drin und so ein geiler Dip. Das sieht ja alles furchtbar aus, ne? Mit diesen Dips, diese Schmierereien. Das schmeckt aber ganz toll. Es schmeckt wirklich. Der Brei, den du mir in den Mund geschoben hast, mit der Banane, Kokos, alles toll. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe jetzt gerade Kopfkino gehabt. Nee, was? Es sieht ja nicht so gourmetmäßig jetzt aus. Aber es schmeckt fantastisch. Ja, weil es halt und oftmals alles rohe Zutaten ja, sind. Ja, ne? Es schmeckt wirklich gut und ich werde das auch übernehmen. Und ich fahre natürlich nach Leipzig, weil ich da gesehen habe in den Videos, dass da noch mehr Angebot ist an Leckereien. Ja, dann habe ich bloß nicht das Potluck, wo wir Monomahlzeiten machen, wo nur Äpfel und Birnen sind. Ja, das musste ja sein. Ne? Kaum bin ich da aufgekreuzt, gibt es nur noch Äpfel und Birnen. Nein, nein, wir machen da ein Potluck machen wir so und den Rest machen wir ganz normal, dass man alle Leckereien gut. dann hat. Sehr gut. Also hast du es nicht bereut und freust dich. Nein. Kannst auch denen empfehlen, die mal so ein roh veganes Potluck in ihrer Nähe haben, das mal auf jeden Fall auszuprobieren. Auch als Allesesser. Nee, vor allen Dingen das Tolle ist, ich hatte wirklich Bauchweh, ich hatte Angst. Ich kam hierher, ich wurde umarmt, begrüßt, als würde man mich kennen. Und er ist ganz genauso wie in den Videos. Also wirklich total toll. Ich möchte mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Ja, dann haben sie mal lang. Dann schauen wir mal. Und ich bin noch schlimmer als in den Videos. Ja, nee. Ich habe Wein mitgebracht, extra für ihn ausgesucht. Der trinkt den nicht. Ja, ich habe noch nie Alkohol getrunken und ich habe gerochen. Ich habe, wenn mir irgendwann mal das riecht, dann würde ich es auch probieren. Also ich mache jetzt kein Dogma draus, dass ich nie Alkohol trinke. Ich würde dann auch mal probieren. Aber es roch halt wie Alkohol. Obwohl es ein schöner Wein wahrscheinlich war. Ja, nee, dann verträgst du das wahrscheinlich auch nicht. Wenn du das nicht riechen kannst, dann ist bestimmt was da hinter. Alkohol. Wahrscheinlich. Ja. Das ist dahinter. Also, ja. Gut, Schätzlein. Wir feiern jetzt noch. Ja, ne? Gut. Du bist der erste Interviewpartner in der Geschichte des Rohkost-Potlucks, der das Interview selbstständig beendet. Entschuldigung. Nein, das ist gut. Ich hätte es auch gemacht, aber wunderbar. Das ist ein gutes Gefühl dafür, dass die Zeit, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer langsam strapaziert wird. Von daher hast du recht, wir verabschieden. War sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Mit Ihnen auch. Danke. Tschüss. Ja, normalerweise mache ich immer mit Silke noch so ein kleines Resümee-Video von Rohkost-Potluck. Und da wir jetzt Silke nicht hier haben, beziehungsweise es ja dein Potluck ist, machen wir ein Resümee mit dir. Jo. Wie war's? Affengeil. Kann man gar nicht anders sagen. Es ist ein riesen Wunder passiert, was hier gestern abgegangen ist. Also ich bin völlig überrascht und irgendwie auch ziemlich am Arsch, weil es ging schon ziemlich lang. Waren 20 Leute noch in der Wohnung, waren bestimmt 25 oder 30 auf dem Potluck insgesamt. Wahnsinn.
Und also du hast mit so viel gerechnet, am Ende dann schon, ne, glaube ich? Ja, am Ende habe ich schon mit mehreren gerechnet, aber letztendlich, dass das alles so wundervoll und so ähnlich wie in Leipzig vonstatten geht, hätte ich niemals gedacht. Ne? Und da kann ich so sagen, dass Leipziger Rohkost Potluck Approved Siegel drauf machen. Es war wirklich, also die Menschen waren wirklich echt genauso offen und genauso herzlich, wie es auch in Leipzig der Fall ist. Kamen dann auch zwei, die überhaupt nichts mit Potluck zu tun hatten, die du da angesprochen hast. Ja, genau. Die auf der Bank saßen und einfach dazugekommen. Die sind dann haben ihre Kinder noch geschafft zur Oma und sind dann abends noch hierher gekommen. Und das war echt so. Genau. Und die meisten kannten sich nicht und am Ende des Abends waren dann alle Freunde und es ist halt einfach wie Rohkost Potluck, wie ich es auch kenne vom Spirit. Und also es sind natürlich einige auch aus NRW hier dabei. Der Dennis, der macht auf jeden Fall weiter die Potlucks, das ist glaube ich schon klar. Ich habe glaube ich jetzt schon den nächsten Termin. Also ich guck mal, aber ich kombiniere das wahrscheinlich nächsten Monat beim Geburtstag und werdet ihr dann im Video sehen. Ja. Video Potluck. Genau, also wie gesagt, Kanal von Dennis ist unten, genau wie die Kanal von Marco und von der Chrissy. Und ja, dann denke ich mal, wird in NRW hier auch richtig was aufploppen. Und gerade jetzt geht's ja los. Ich meine, draußen Rohkost Potluck, das Wetter ist geil. Und da kann ich wirklich echt nur empfehlen. Und ansonsten, von Essen, hat dir was besonders gut geschmeckt? Oder? Joachims Krautsalat, wie immer. Der ist ja auch in Leipzig immer gewesen und muss ich mal überlegen, war noch irgendein Highlight dabei? Das Dahl von Maranis Freund. Oh, das habe ich gar nicht gegessen. Also es gab halt auch, sagen wir so, 3, 4, 5 Gerichte. Hast du aber von Anfang an gesagt, das war ein roh veganes Potluck, aber wer dann halt wieder was Veganes mitbringt, naja, drauf geschissen. Ja, genau. Und da gab es auch 3, 4, 5 Sachen, die halt vegan waren und das Dahl hat halt eben dazu gehört. Das habe ich leider nicht probiert, also ich schätze. Das hat super geschmeckt mit dem Rohkostbrot, weil also hat jemand Rohkostbrot mitgebracht und konnte man das Dahl so gesehen damit so löffeln. War das diese viereckigen kleinen Dinger? Ich weiß nicht, was es war, aber war lecker. Ja. Auch mit viel Liebe die Sachen gemacht, die Monster da, wie die einzelnen Sonnenblumenkerne da reingesteckt haben, sowas. Also echt. So kreativ und toll. Genau, und das spürt man, wenn man die Liebe sieht in diesen verschiedenen Zubereitungen, was da gemacht wird, dann das hat es einfach offen, ne? Beim Essen, beim Reden. Und ganz geil fand ich habe bisher Papaya gehasst, kann man schon sagen, weil, hat überhaupt nicht geschmeckt. Aber ich habe gesagt, irgendwann will ich mal Papaya richtig reif aus dem tropischen Land essen. Und ja, die Jenny hat es uns möglich gestern gemacht. Die hat eine Papaya aus Kenia, eine vollreife Papaya aus Kenia mitgebracht. Und ich habe das erste Mal so eine tropische Papaya gegessen. Und muss sagen, es war einfach nur süß. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehalten, es war süß. Ich könnte davon Tonnen essen, weil es einfach nur süß war. Es hat nicht diesen ekligen Beigeschmack wie die Papaya in Deutschland. Das war das Erste. Ich habe es nicht gegessen. Ja, total geil. Und das Zweite, ich wollte schon immer mal seit dem Video von Vegan Power Girl mit diesem Zuckerrohr probieren. Und und auch die Jenny, auch aus Kenia, Zuckerrohr mitgebracht. Und das fand ich auch total geil. Also, der war absolut mein Highlight, die beiden Sachen mal probieren zu können. Zuckerrohr ist auch genial, also ist einfach nur richtig geil süß. Könnte zwar noch einen Schuss Zucker dran, aber. Nee, ist wirklich richtig geil süß. So eine kalte Süße und das schmeckt eigentlich total genial. Ja. Das war geil. Ja. Und jetzt geht's nach Hause nach einer Woche bei dir. Ja, hat aber alles super geklappt. Ja, aber das ist halt cool. Also wirklich, war eine Herausforderung für mich mit dem Schlafen und auch allgemein nicht keinen Rückzug in dem Sinne zu haben. Und ja, war cool. Also ich kann es wirklich, ich sag's nochmal zum dritten Mal, ich kann es jedem empfehlen. NRW bedeutet Dennis Rohkost Potluck. Und klar gibt es noch ein Essen, aber eins will ja nicht die anderen schematig machen, was war ich bloß noch nicht. Aber das hier ist approved. Achso, da kommt der Essener genau. Rohkost Potluck. Ja. Nein, hier war ganz wunderbar bei Dennis. Ne? Ganz lieben Dank nochmal an die Gastfreundschaft und dass du dein Haus so geöffnet hast für uns alle. Aber klar, wir machen auch Treffen und Essen. Ihr seid auch herzlich willkommen. Ne? Auch du, Christian. Ja. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ist bestimmt auch gut, aber das müsste man erstmal. Man muss unbedingt mal vorbeikommen. Bei mir ist immer so, wenn ich eine Gruppe finde, mit der ich hinkomme, dann ist es kein Thema. Aber es müssen halt so 4, 5 Leute erstens Benzinkosten teilen und zweitens auch so das Spirit zusammen hinfahren. So. Das finde ich schon cool. Okay. Alleine durch halb Deutschland. Ich habe jetzt auch mit Dennis eigentlich am Anfang gesagt, wisst ihr noch am Anfang, wo du gesagt hast, ich sage, komm mal auf, das mir zu leid. Ich habe jede Woche, jeden Monat Rohkost Potluck in Leipzig. Und dann hat aber Chiara, Gina, gesagt, ja komm und Dings und naja, dann habe ich gesagt, machen wir. Und vielleicht ergibt es sich ja auch, mal sehen. Ja. Aber Essen gibt es auch im Rohkost Potluck.
Das war natürlich noch das Improved-Siegel von mir. Alles klar. Na gut, dann verabschieden wir uns und ja, und ihr könnt nicht bei euch irgendeinen Rohkost-Potluck machen, das ist ja immer unsere Intention, also zumindest meine Intention, so viele Rohkost-Potlucks wie möglich und vernetzen und wenn man merkt halt, wie viele Menschen mit offenem Herzen eigentlich existieren, manchmal auch in der eigenen Stadt, die kamen ja aus der eigenen Stadt, und dann merkt man das, dann sieht man einfach, dass die Welt, dass man die Welt vielleicht ein bisschen kritischer wahrnimmt, als sie vielleicht ist, also zumindest die Menschen hier. Mhm. Und ja, das soll eigentlich die Message gewesen sein und verabschieden, oder? Alles klar. Alles klar. Tschüssi.